Willkommen zu Yuri Experience und heute will ich mit euch darüber sprechen, wie man mit Vegetarier und Anti-Vegetarier debattiert. Ich habe euch schon diese Serie der Videos präsentiert, wie debattiert man mit, und heute ist die erste Ausgabe, wie debattiert man mit Vegetarier, Veganer, Anti-Vegetarier und Anti-Veganer und eher eigentlich geht es darum, wie man allgemein in diesem Themenbereich mit Themen umgeht, mit Wissen umgeht, mit Informationen umgeht. Und ja, was davon ist mehr oder weniger richtig, was davon ist falsch. Und heute fassen wir drei Themen an aus diesem Bereich. Das ist Ethik, das ist Religion und das ist Ernährung. Oder Ernährung, schicke Gesundheit. Und nächstes Mal, wenn ich das Video darüber mache, spreche ich über Ökologie, weil diese gesamte Bewegung hat auch viel mit Ökologie zu tun und das hat auch bestimmte Einfluss auf Wirtschaft, aber ja, Ökologie ist der Hauptwort da. Jo, das war's. Lass uns mal anfangen. Zuerst würde ich gerne die Kategorien besprechen, damit wir uns alle einig sind. Veganer sind die Menschen, die sich komplett von Produkten pflanzlicher Herkunft ernähren. Also komplett kein Fleisch, kein Fisch, kein Hähnchen, kein Geflügel, kein Milch, keine Eier. Nichts. Nur halt Gemüse, Nüsse und alles in die Richtung. Dann haben wir Vegetarier. Vegetarier sind die Menschen, die außer dieser ganzen Geschichte, also pflanzliche Produkte, noch ein paar Produkte tierischer Herkunft essen. Welche genau, kommt darauf an, welche Art des Vegetariers es ist. Es gibt solche, die halt, also die meisten, die Vegetarier trinken auch Milch und essen auch Eier. Es gibt auch welche, die auch Fisch essen, es gibt welche, die halt nur eine oder das andere essen. Verschiedene Kategorien, aber am Ende des Tages sind das alles Vegetarier. Dann haben wir Anti-Vegetarier und Anti-Veganer. Solche Kategorie gibt es nicht wirklich, also auf meinem Wissen. Das ist die Menschen, ich habe diese Menschen gesehen. Das ist eher so Gedankenrichtung von diesen Menschen. Diese Gedankenrichtung basiert sich darauf, dass man sich auf vegane oder vegetarische Art und Weise nicht ernähren kann, dass man so nicht leben kann. Und ja, diese Menschen protestieren dagegen. Sie sagen, man muss Fleisch essen, man muss es unbedingt machen, es geht gar anders gar nicht, es ist unmöglich ohne. Und die letzte Kategorie sind die Menschen, die Fleisch essen, also fleischessende Menschen. Und das sind die meisten anderen Menschen im Prinzip. Das sind die Menschen, die keine Vegetarier oder Veganer sind, mehr oder weniger aber verstehen, wieso Vegetarier oder Veganer existieren, oder die sind ihnen einfach egal. Und die sind aber nicht komplett anti diese Bewegung. Die sagen so halt, yo, diese Meinungen existieren, es interessiert mich nicht so sehr. Ich ernähre mich einfach so irgendwie dazwischen. Außerdem muss ich betonen, dass vegetarische und vegane Ernährung ist nur ein Teil von vegetarischem oder veganem Lebensstil, Lifestyle. Es gibt auch diese Lifestyle-Bewegung, wo man komplett auf Sachen, die aus Tieren gemacht sind, verzichtet. Zum Beispiel auf Leder. Keine Lederhosen, das beste Beispiel, einfach beste. Keine Lederschuhe, keine Lederjacke und sonst was. Und diese Bewegung existiert auch, die werde ich eher im nächsten Video anfassen, weil für dieses Video ist diese Bewegung nicht so sehr relevant. Hier ist Ernährung eher wichtiger. Wenn die Person aus ethischen oder religiösen Gründen vegetarisch oder vegan ist, kannst du mit der Person nicht mal vernünftig diskutieren. Also, was ich damit meine, ist, wenn die Person aus ethischen oder religiösen Gründen vegetarisch ist, dann was diese Person vertritt, in diesem Fall nicht diese Meinung, dass die Person, dass eine andere Person oder egal, dass Gesellschaft vegetarisch oder vegan sich ernähren soll. Nein, diese Person vertritt eine Idee aus Ethik, die diese Person halt mag, oder in welcher Religion, welchen diese Person folgt. Zum Beispiel in Ethik gibt es diese Idee, dass Tiere fühlen alles genauso wie Menschen und sie haben gleiche Bewusstsein und dementsprechend soll man die Menschen nicht umbringen. Oh, Menschen. Man soll Menschen nicht umbringen, aber man soll auch die Tiere nicht umbringen. Und wenn man diese Meinung vertritt, was man eigentlich vertritt, nicht so richtig vegetarische oder vegane Lebensweise, sondern eher diese Meinung, Tiere sind auf so eine Art und Weise. Also Tiere existieren auf so, Tiere wurden so erschaffen. Und dementsprechend dagegen diskutiert man, wenn überhaupt man diese Meinung irgendwie versuchen will zu bekämpfen. Und bei Religion zum Beispiel, es gibt diese verschiedenen indischen Kulturen, die halt mit, ich will jetzt nichts Blödes sagen,
Kulturen aus Indien oder Regionen aus Indien, wo Menschen hauptsächlich keine tierischen Produkte konsumieren. Da schon wieder, ihr sprecht nicht über Veganismus oder Vegetarianismus, ihr sprecht über Religion oder diese Philosophie oder was auch immer. Dementsprechend gibt es da nicht so viel zu diskutieren. Ihr könnt halt über die Religion sprechen, aber nicht richtig über Vegetarianismus oder Veganismus. Natürlich, die ganze Situation kann man auch drehen. Wenn du dich auf vegetarische oder vegane Art und Weise ernährst und das passiert bei dir oder du bist zu dieser Entscheidung gekommen wegen ethischen oder religiösen Gründen, du sollst schon irgendwie wissen, dass wenn du versuchst, andere Menschen davon zu überzeugen, auf so eine Art und Weise sich zu ernähren, was du eigentlich auf die anderen Menschen so pushst oder halt schmeißt, sind deine Meinungen, deine Ideologien, deine Philosophie, deine Religion. Das ist nicht Meinung, dass Vegetarianismus oder Veganismus existieren sollen oder dass es gut ist oder sonst was. Ihr meint, dass diese Ideologie ist gut und deswegen solltest du diese Ideologie verfolgen. Ob die Ideologie so gut ist, weiß ich nicht, vielleicht schon, aber das soll euch schon irgendwie bewusst sein. Es hat nichts mit Vegetarianismus oder Veganismus zu tun. Es hat mit eurer Ideologie was zu tun. Nun lass uns mit dem Thema anfangen, die tatsächlich besprechbar ist, wo man tatsächlich ein bisschen diskutieren kann mit Tatsachen, mit Fakten. Und hier spreche ich von Gesundheit. Und hier werde ich zuerst anfangen mit zwei Sachen. Sache Nummer 1. Die meisten Studien im Bereich der Ernährung sind qualitativ fraglich, ich würde es so formulieren. Es liegt an verschiedenen Faktoren, aber grundsätzlich, man kann es ist eher schwierig, eine Person so zu begrenzen, dass das Einzige, was im Leben dieser Person sich verändert, ist ihre Ernährung. Und dann auch noch auszuschließen, das Leben dieser Person bevor diesem Moment. Also man kann versuchen, auf verschiedene Art und Weise verschiedene Sachen und verschiedene Variablen auszuschließen, aber im Bereich der Ernährung ist das extrem kompliziert. Dementsprechend alle Annahmen, welche aus dem Bereich der Ernährung kommen, soll man schon ein bisschen Kritizismus angucken. So, es ist höchstwahrscheinlich nicht so stark gut oder stark schlecht, wie du das bezeichnest, aber möglicherweise. Dementsprechend ja, Ernährung ist nicht das Einzige, was das Leben verändern kann. Es gibt auch verschiedene andere Sachen, wie die das Leben oder Aussehen oder Körper oder Gesundheit verändern können. Zum Beispiel Sport, zum Beispiel Schlaf, zum Beispiel Stress und was auch immer. Und der zweite Punkt, es gibt keine universell gesunde Diät oder Ernährung. Es gibt keine Ernährung in dieser Welt, die perfekt gesund in jedem Fall ist. Keine. Null. Nicht mal eine. Keine. Vegetarische und vegane ist bei weitem das nicht. Aus verschiedenen Gründen, die ich gleich erwähnen werde. Aber grundsätzlich, es gibt keine. Auch die Ernährung, die aktuell als eine der gesündesten gilt, die mediterranische, ich hoffe es heißt so, die ist auch nicht perfekt gesund. Die Frage ist nicht so richtig, welche Diät oder welche Ernährung du folgst. Die Frage ist, welche Produkte, welche Lebensmittel du auswählst, die in diese Ernährung passen. Man kann sich auch bei veganer oder vegetarischer Diät nur von Pommes ernähren. Pommes sind perfekt. Sie sind, ich glaube, sogar vegetarisch in den meisten Fällen. Du kannst dich davon ernähren. Nur davon. Ich will gerne gucken, wie lange deine Gesundheit mitmacht. Wird das nicht? Nein. Trotzdem, es muss betont werden, es muss gesagt werden, weil es wahr ist, vegetarische und vegane Ernährung, wenn richtig gemacht, ist extrem gesund. Diese Art der Ernährung oder diese Arten der Ernährung sind sehr gesund aus verschiedenen Gründen, die ich gleich auch anfassen werde. Und es existiert diese Meinung auch, dass diese Ernährungen eine der besten Ernährungen in der Welt sind, welche aktuell existieren. Es gibt verschiedene Einflüsse von der Ernährung auf unseren Körper, welche mit vegetarischer und veganer Diät zu tun haben. Zum Beispiel Gewichtverlust, ich hoffe, das ist das richtige Wort. Und es wird öfter gesagt, dass vegane und vegetarische Ernährung helfen dabei, Gewicht zu verlieren. Und das entspricht auch öfter der Wahrheit. Es gibt zwei Gründe dafür. Grund Nummer 1 ist die Tatsache, dass die meisten Sachen in vegetarischer und veganer Ernährung haben eine geringe Kaloriendichte.
was ist Kaloriendichte? Das ist, wie viele Kalorien pro bestimmte etwas, zum Beispiel pro Kilogramm, dieses Lebensmittels in Lebensmitteln sind. Was sind Kalorien? Ich habe ein Video dazu gemacht, aber ansonsten, Kalorien ist Energie im Prinzip, welche in Lebensmitteln gespeichert ist, und wenn man Lebensmittel konsumiert, bearbeitet unser Körper diese Energie auf irgendeine Art und Weise, damit unser Körper auch die Energie benutzen kann. Für alles Mögliche, zum Beispiel für Leben. Und das, die Energie, welche wir zu viel haben, diese Energie wird auf unserem Körper gespeichert, zum Beispiel in Fett oder Muskeln oder was auch immer. Und dementsprechend die meisten pflanzlichen Produkte, die meisten pflanzlichen Lebensmittel haben niedrigere Kaloriendichte als tierische Produkte. Zum Beispiel ein Kilogramm Hähnchen hat viel mehr Kalorien als ein Kilogramm Gurken. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich. Es passt nicht perfekt, aber schon ziemlich bei weitem sind tierische Produkte kaloriendichter. Deswegen, wenn man gleiche Mengen von Produkten konsumiert, natürlich vegane und vegetarische Diät wird dir weniger Kalorien bringen, was dazu führt, dass du weniger Kalorien für dich hast, was dazu führt, dass es für dich leichter ist, Kalorien abzubauen und Gewicht abzubauen. Dementsprechend, ja, es ergibt logischsten Sinn ever, dass vegane und vegetarische Diät dir helfen werden, Gewicht abzubauen. Natürlich schon wieder, wenn diese Ernährung richtig gemacht wird. Weil wenn du die Ernährung falsch machst, wenn zum Beispiel nur dich von Oreos und Pommes ernährst, und übrigens Oreos sind auch vegan, dann wirst du höchstwahrscheinlich oder möglicherweise Gewicht zunehmen, kommt davon schon wieder, wie viel du isst. Am Ende des Tages hat es viel mehr damit zu tun, wie Kalorien funktionieren, und weniger damit zu tun, wie vegetarische oder vegane Ernährung funktioniert. Und der zweite Grund, wieso vegetarische oder vegane Ernährung gesund ist und auch mit Gewichtabnahme hilft oder halt Gewichtveränderung hilft, ist die Tatsache, dass die meisten von uns haben grundsätzlich keine so festgesetzte Ernährung. Und vegetarische und vegane Ernährung sind tatsächlich ziemlich gut durchgeplant. Du musst darauf achten, was du auf deinen Teller legst. Du musst darauf achten, was du isst und wie viel du davon isst, aus verschiedenen Gründen. Und dementsprechend, die meisten Menschen, die auf diese Ernährung umsteigen, haben ursprünglich eine andere Ernährung, und einige davon haben auch eine schlechte Ernährung, und dann steigen sie auf eine gute Ernährung um, die auch gut durchgeplant ist und wo man tatsächlich darauf achtet, dass nur qualitativ gute Produkte, die auch gesund sind, in deinen Körper kommen. Natürlich wird dein Körper denken, okay, das ist geil. Von schlecht, schlecht, schlecht auf gut, gut, gut. Von jeden Tag McDonald's zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen zum jeden Tag halt viele Gemüse und viele halt verschiedene Sachen, Nüsse zum Beispiel oder halt Erbsen. Ja, so man steigt von einem auf das andere, und für Körper ist das eindeutig sehr gut. Deswegen, es hat schon wieder nicht so richtig damit zu tun, dass es vegetarische oder vegane Diät ist, weil zum Beispiel, wenn du auf eine mediterranische Diät umsteigen würdest, würde das Gleiche passieren. Aber das betont auch, dass vegetarische und vegane Diät ist gesund. Und bei diesen Ernährungsarten ist das auch so. Dann wird es öfter gesagt, und das ist auch teilweise wahr, zumindest so wahr, wie es gehen kann, bei solchen Forschungen, dass vegetarische und vegane Ernährung hilft dabei, das Risiko von verschiedenen Herzkrankheiten und Blutkreislaufkrankheiten, also Herz-Blutkrankheiten, ich habe mich verstanden, zu reduzieren, Risiko zu reduzieren. Also es besteht niedrigere Wahrscheinlichkeit davon, dass dir etwas Schlechtes passiert, was mit Blut und Herz zu tun hat. Und das ergibt auch Sinn. Das basiert sich schon wieder darauf, dass die meisten Sachen, die du isst, sind Pflanzen. Und Pflanzen geben, so, das ist einer der Gründe, was ich jetzt sagen werde. Pflanzen haben Ballaststoffe, so heißt es. Und nur Pflanzen haben Ballaststoffe, die tierischen Produkte haben keine. Und dementsprechend Ballaststoffe helfen dabei, der schlechten Cholesterin abzubauen, welche in unserem Blut läuft. Und schlechte Cholesterin ist genau der Cholesterin, welche dazu führt, dass unsere Gefäße halt irgendwann durch Fettblöckchen, Stückchen zugehen. Dementsprechend, wenn die Ernährung hilft dabei, diese Fettstückchen abzubauen, die unsere Blutgefäße irgendwann kaputt zumachen könnten, dann
reduziert auch diese Ernährung die Wahrscheinlichkeit von irgendwelchen Erkrankungen und von Sterben, was mit diesen Sachen zu tun hat. Schon wieder. Aber bedeutet es bei weitem noch nicht, dass du das nur mit dieser Art der Ernährung erreichst? Ja, es wurde in einigen Forschungen gezeigt, dass diese Ernährung ist viel besser darin, oder um einiges besser darin, diese Risiken zu reduzieren. Aber die ist trotzdem nicht die einzige Ernährung, die sowas macht. Mediterranische, niedrig Fett, also alles, was mit vielen pflanzlichen Sachen zu tun hat, wird dich zu mehr oder weniger gleichem Ergebnis führen. Dann, es gibt dieses Missverständnis, dass wenn man vegetarisch oder vegan sich ernährt, dann wird man nicht genug von Proteinen oder Mikronährstoffen konsumieren. Und das ist teilweise richtig. Nur teilweise. Grundsätzlich, ja. Die meisten pflanzlichen Produkte haben ein bisschen, oder nicht mal ein bisschen, die meisten haben viel weniger Protein und nicht mal alle haben kompletten Protein im Vergleich zu tierischen Produkten. Wieso auch immer, weil die Welt so gebaut ist. Was aber nicht bedeutet, dass man aus vegetarischer oder veganer Ernährung nicht alle Proteine bekommen könnte. Man müsste darauf achten, was man isst. Da stimme ich dir komplett zu. Das muss man richtig machen. Man muss richtige Produkte auswählen und die auch täglich in guten Mengen konsumieren. Wieso ich gute Menge betone? Unser Körper funktionieren so, dass wir Proteine aus tierischen Produkten besser aufnehmen als aus pflanzlichen Produkten. Dementsprechend, wir müssen mehr pflanzliche Produkte essen, um auf gleiche Proteinkonsumniveau zu kommen wie bei tierischen Produkten. Also zum Beispiel, grob gesagt, 100 Gramm Hähnchen und 1 Kilo Buchweizen. Die Zahlen stimmen nicht, aber ich hoffe, ihr versteht die Gedankenrichtung. Dementsprechend ist es machbar. Eindeutig. Es ist eindeutig, sich komplett gesund mit Hilfe von veganer oder vegetarischer Ernährung zu ernähren. Aber die tierische Ernährung, die Ernährung, welche tierische Produkte trotzdem beinhaltet, wird das Leben um einiges einfacher machen. Was man aber so, kurze Nebenbemerkung, wenn du mit einer vegetarischen Ernährung dich ernährst, dann hast du eigentlich sowieso wenige Sorgen. Es geht hier eigentlich hauptsächlich um vegane Ernährung, weil vegetarische Ernährung ist hauptsächlich so halt, jo, ich habe wenig Fleisch, aber ich habe genug. Ich habe genug, um wichtige Sachen bereitzustellen. Vegane Ernährung ist anders, da muss man tatsächlich stark darauf achten, aber vegetarische ist nicht so. Am Schluss von Ernährung besprechen, ich werde gleich noch ein paar andere Sachen anfassen, aber am Schluss von vegetarischer, veganer Ernährung besprechen, will ich sagen, ja, es wurde in meisten Fällen schon gezeigt, dass diese Ernährung ist sehr gesund. Es ist, man kann nichts dagegen sagen, es ist tatsächlich so, wenn man es richtig tut. Es gibt aber, so diese Ernährung vergleicht man auch mit mediterranischer Ernährung, welche aktuell in der Welt eine der gesündesten gilt, so als eine der gesündesten gilt. Deutsch. Auf jeden Fall. Punkt Nummer 1. Ernährung soll am Ende des Tages personenbezogen sein. Sehr viele Menschen würden unter mediterranischer Ernährung oder veganer, vegetarischer Ernährung eher leiden, aus verschiedensten Gründen, manche von welchen eigentlich eher mit Evolution zu tun haben, also wie unsere Geschichte bis jetzt gelaufen ist, als Menschen, die tatsächlich in diesem Bereich wohnen, weil zum Beispiel in Europa wurde mehr tierische Produkte konsumiert als irgendwo in Ostasien oder Ost-Südasien. Deswegen geht mein Körper möglicherweise ein bisschen anders mit Lebensmitteln um als ein Körper von einer Person aus Indien. Muss nicht unbedingt so sein, aber es gibt bestimmte Sachen, die darauf hinweisen. Und der Grund Nummer 2, wieso mir persönlich vegetarische und vegane Ernährung nicht so stark gefällt, ist die Tatsache, dass da wird es dir verboten, fast die Hälfte der Lebensmittel, welche existieren, zu essen. Es bedeutet nicht, dass diese Ernährung nicht lecker ist oder dass man da nichts kochen kann oder dass es unbedingt so halt jeden Tag Salat ist. Ist es nicht. Aber trotzdem musst du auf sehr viele Sachen verzichten, weil sehr viele Sachen haben Produkte tierischer Herkunft.
bei mediterranischer Diät, weil wieso mir mediterranische Diät beim Vergleich besser gefällt als vegane oder vegetarische, bei mediterranischer Diät darfst du im Prinzip alles essen. Ja, du sollst auf solche bestimmte Sachen mehr essen als andere Sachen. Und es ist auch klar geschrieben, was du mehr essen sollst. Und am meisten sind es tatsächlich auch pflanzliche Produkte. Aber du darfst grundsätzlich alles essen. Dosis ist wichtig, aber du darfst alles. Bei vegetarischer und veganer Diät ist es nicht so. Du musst einfach einen Teil von Produkten ignorieren, obwohl sie weiterhin in der Welt existieren. Und ich will nicht sagen, dass vegetarischer oder veganer Burger immer schlecht schmeckt, aber in meiner Erfahrung schmeckt er selten genauso gut wie ein nicht vegetarischer veganer Burger. Ich sage ja nur. Nun Stereotypen aus der anderen Seite. Tierische Produkte sind nicht ungesund, zumindest pauschal. Sie sind nicht ungesund. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass tierische Produkte pauschal, also grob gesagt für die meisten Menschen, ungesund sind. Ja, es gibt Menschen, die bestimmte Produkte weniger vertragen als andere, aber grob gesagt grundsätzlich, tierische Produkte sind genauso gesund wie pflanzliche Produkte. Es gibt auch natürlich die bearbeitete Produkte, so bearbeitete Fleisch, bearbeitete Kartoffel, so Pommes sind bearbeitete Kartoffel, schlecht bearbeitet so gesagt. Dementsprechend, die sind immer ungesund. Aber Fleisch an sich hat eher selten irgendwelche Wirkung auf Körper, weil man sagen könnte, das ist der Grund, wieso es immer ungesund ist. Das ist nicht so wie Zigaretten. So Zigaretten raucht man und die sind immer schlecht, egal wie man drauf guckt. Es geht nicht anders. Bei Fleisch oder tierischen Produkten, die sind nicht ungesund. Die sind gesund. Die kann man ruhig essen. Natürlich muss man hier auch das Thema von Dosis ansprechen, weil mindestens bei einer Art von Fleisch ist es wichtig, nicht zu viel davon zu essen. Und das ist rotes Fleisch. Es wurde vor vielen Jahren beobachtet, dass rotes Fleisch bestimmte Einfluss auf Entwicklung von bestimmten Art von Cancer, Tumor hat. Also Fleisch führt zu Tumor oder hat bestimmten Einfluss darauf. Aber der Einfluss A ist sehr gering. Es wurde halt auf richtig relativ niedrige Stufe gestellt. Und Grund Nummer zwei, wenn ich mich richtig daran erinnere, teilweise wurde diese Forschung auch danach widerlegt, aber das rote Fleisch wurde noch nicht rausgenommen. Also es ist so eine wackelige Situation mit rotem Fleisch. Was ich empfehlen würde, ist einfach nicht viel zu viel davon zu essen. Und das ist auch das, was die meisten Menschen, die was mit Ernährung zu tun haben, sagen. Isst rotes Fleisch, wenn ihr Lust drauf habt. Isst einfach nicht zu viel davon. Isst nicht täglich so halt, keine Ahnung, 2 Kilo Hackfleisch. Es geht. So, man kann rotes Fleisch essen und weiterhin gesund bleiben. Und bei weißem Fleisch oder halt bei Fisch, es gibt keinen Grund zu denken, dass es schlecht ist. Kein. So ja, da sind viel, also normalerweise bei tierischen Produkten sind mehr gesättigte Fette als ungesättigte Fette. Und gesättigte Fette sind solche, welche als ungesund gelten. Aber am Ende des Tages, wenn du genug Pflanzen dazu isst, ist alles gut. Wenn du genug ungesättigte Fette isst, dann halt lösen sie das Problem. Sie sagen gesättigten Fetten, oh yo, hör auf, schlechte Wirkung zu haben. Und gesättigte Fette so halt, jo, okay, okay. So ungefähr läuft das ab. Das ist der Grund, wieso ich am meisten der Fan von einer pflanzlich basierten Diät bin oder Ernährung. Also das ist eine Ernährung, wo in der Mitte oder halt am meisten isst man pflanzliche Produkte. Aber man isst ab und zu auch tierische Produkte. Macht man halt so, es kommt natürlich darauf an, halt, was deine Ziele sind. Aber jeden Tag einmal oder halt einmal pro Woche oder sonst irgendwann. Das wurde noch selten bewiesen, dass das tatsächlich schlecht ist, laut meinem Wissen zumindest. Und dementsprechend, das ist das, was ich lieber sehe. Und das ist das, was ich sehe, auch als einfacher zu verfolgen, als eine vegetarische oder vegane Ernährung, weil bei diesen Arten der Ernährung musst du tatsächlich auf sehr viel verzichten und du musst auf viel achten. Und hier musst du nun darauf achten, dass du mehr von solchen Sachen isst als von anderen, aber du darfst grundsätzlich alles essen. Und das macht einen Unterschied, für mich persönlich.
Wenn ich schon von mir persönlich spreche, ich bin kein riesiger Fan von vegetarischer oder veganer Ernährung. Ich werde höchstwahrscheinlich nie diese Ernährung verfolgen, weil ich keinen Grund sehe, das für mich zu tun. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ich bin die Person, für die es sowieso kompliziert ist, genug Kalorien zu essen. Und kaloriearmes Essen zu essen, hilft dabei eindeutig nicht. Und Und ich mag, dass man auf so viele Sachen verzichten muss, weil ich mag es nicht, dass man auf so viele Sachen verzichten muss, wenn man diese Ernährung verfolgt. Ich verzichte schon auf einige Sachen, aber ich sehe keinen Grund, mein Leben komplett wegzustellen wegen solcher Sachen. Keine Ahnung. Das ist aber meine persönliche Einstellung dazu. Was ich aber betonen will, und das ist halt das Letzte, was ich heute sagen werde, nur weil vegetarische und vegane Ernährung auf sehr viele Sachen verzichtet, bedeutet das noch bei weitem nicht, dass diese Ernährung nicht lecker sein kann. Ihr könnt euch indische oder arabische Kulturen angucken oder Cuisinen und da sind sehr, sehr viele Gerichte, die nur aus Gemüsen bestehen, also aus Produkten pflanzlicher Herkunft. Es geht, diese Sachen lecker zu machen, nur weil unsere Kultur oder unsere Geschichte so mit Fleisch ist, bedeutet das noch bei weitem nicht, dass man auch ohne ausgehen kann. Dass man nicht ohne ausgehen kann oder dass man nicht ohne nicht lecker essen kann, kochen kann. Also ich verstehe, was ich meine. Man kann trotzdem lecker kochen, es ist nur ein Vorurteil. Ich glaube, Europa ist einfach noch nicht so ganz so weit im Sinne von lass uns halt leckeres Essen auch reinbringen. Aber es bewegt sich in gute Richtung, finde ich. Aber vegetarische oder vegane Ernährung, persönliche Entscheidung, mach die für dich selbst. Das war die Information dazu. Ich glaube, du weißt, wo der Like-Button ist. Ich glaube, du weißt auch, wo die Kommentare sind. Wenn du welche Themenvorschläge oder Fragen hast, kannst du ruhig die in den Kommentaren aufschreiben. Ansonsten, wenn du mehr Videos über soziale Themen, über meine Entwicklung, über Selbstentwicklung insgesamt und über die Entwicklung des Kanals gucken willst, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns am Montag.